Guten Abend miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Vortrag über Wettermanipulation. Ich möchte das betonen. Ich komme später darauf zurück, warum ich nicht unbedingt gerne von Chemtrails spreche. Und ich halte diesen Vortrag auf Hochdeutsch, weil wir das auf Video aufzeichnen und auf YouTube veröffentlichen möchten nachher. Gut, ich weiß nicht, wie weit Sie sich schon mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich weiß, es gibt Leute, die wissen sehr viel darüber und es gibt Leute, die halten es für eine absolute Verschwörungstheorie. Ich kann das gut verstehen und deswegen versuche ich heute so subtil wie möglich daran zu gehen, damit Sie auch Argumente haben, sehr skeptische Leute von dem Vorgehen, das da abläuft, zu überzeugen. Die ersten beiden Folien, die jetzt kommen werden, das ist quasi das Kleingedruckte, wortwörtlich, keine Sorge, die weiteren Folien sind nicht so, aber ich muss einfach auf gewisse Sachen kurz hinweisen. Zuerst einmal das Urheberrecht. Also viele Dokumente, die ich hier zeige, die unterstehen natürlich Urheberrecht. Ich habe die Quellen, wo ich sie kenne, immer angegeben und wo keine Quellen angegeben sind, bei den allermeisten Fotos zum Beispiel, da bin ich einfach der Urheber. Sie dürfen das auch, also den YouTube-Link sicher verteilen. Wenn jemand interessiert ist, kann ich auch ein PDF davon verteilen. Dann bitte ich einfach, jeweils das Urheberrecht auch meines anzugeben und es nicht als eigene Produktion zu verkaufen, sozusagen. Dann der zweite Punkt. Ich habe gesagt, ich möchte Ihnen subtile Argumente geben. Ich selber komme von der Schulphysik her. Ich bin Physiker, das haben Sie vorher gesehen. Ich befasse mich seit knapp einem Jahr auch mit Phänomenen, die weit über die Schulphysik hinausgehen. Dennoch möchte ich in diesem Vortrag möglichst viel nahe an der Schulphysik dranbleiben, genau aus diesem Grund, damit man Leute überzeugen kann, die sagen, das ist sowieso nur Verschwörungstheorie und im Prinzip bla bla. Ich komme dann später noch auf Wilhelm Reich und Nikola Tesla kurz zu sprechen. Den einen von Ihnen sagt das schon etwas, den anderen nicht. Und letztendlich habe ich noch die Bitte, Fragen und überhaupt eine Diskussion erst am Ende zu stellen, weil es sonst einfach eine unglaubliche Verzögerung gibt. Das Thema ist riesig, es hat mich selber total überwältigt. Geht das mit dem Ton? Es ist bald vorbei da hinten. Es hat mich total überwältigt bei der Recherche, wie viel da zutage kommt, wenn man da mal ein bisschen gräbt. Und ich versuche wirklich, das Ganze auf 1,5 Stunden zu limitieren. Die Pause gibt es erst dann, quasi nach dem Vortrag, vor der Diskussion. Ansonsten wäre die Pause nachher einfach mit Fragen überfüllt. Wenn jemand aber aufs WC muss oder etwas bestellen möchte an der Bar, also einfach aufstehen und gehen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn es grundlegende Verständnisfragen geben sollte, dann einfach rufen. Ja, also das ist selbstverständlich in Ordnung. Die zweite kleingedruckte Folie, da geht es einfach um den groben Ablauf. Es war sehr schwierig für mich, das Ganze so zu clustern, dass alles immer beieinander ist, weil es ist alles miteinander verwoben. Ich sage es trotzdem kurz, weil es wahrscheinlich schwierig ist zu lesen. Zuerst möchte ich erzählen, was mich überhaupt motiviert, solche Vorträge zu halten, wer ich bin. Und inwiefern man eine Verschwörungstheorie als solche auffassen muss oder nicht. Danach komme ich zum Aufbau der Atmosphäre, wie das sich das ungefähr verhält mit der Feuchtigkeit und den Druckverhältnissen. Dann spreche ich von HARP. Hat jemand schon von HARP von Ihnen gehört? Ich erkläre das nachher. Etwa die Hälfte. Mhm. Danach erzähle ich von Solar Radiation Management, also von Sonnenbestrahlungsmanagement. Und zwar wird das gemacht mittels Aerosol-Einbringung in die Atmosphäre, Stratospheric Aerosol Injection. Ich betone diese beiden Begriffe, weil diese beiden Begriffe offizielle Begriffe sind und eben nicht wie Chemtrails so als Verschwörungstheorie durchgehen. Danach möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, diejenigen, denen das nicht sowieso schon aufgefallen ist, woran man das erkennt, was da am Himmel abläuft, ob Ihnen das überhaupt aufgefallen ist oder nicht. Und dann kommt noch mal ein bisschen Physik, also die Atmosphäre ist schon ein bisschen Physik, aber keine Sorge, ich übertreibe es nicht. Ich erzähle ein bisschen etwas über Elektrizität, Magnetismus und Elektromagnetismus und dann in diesem Zusammenhang über Wellen. Das brauchen wir eben, um HARP ein bisschen besser einschätzen zu können. Schließlich zeige ich Ihnen eine Übersicht aus ganz wenigen ausgewählten Patenten. Ich habe über 1000 Patente gefunden zu diesem Thema. Also
patentiert wird ja nicht einfach zum Vergnügen. Und schließlich einfach noch die Quellen und weiterführende Informationen, auch für diejenigen, die sich allenfalls dann für die PDF-Version interessieren. So, jetzt komme ich zur Ausgangslage bzw. zu meiner Motivation, warum ich diese Vorträge halten möchte. Was stattfindet, ist, dass die Umwelt je länger je mehr als Waffe missbraucht wird. Von diversen Großmächten, allen voran die USA. Ja? Dann brauche ich nachher Pascal. Ich habe dich ein bisschen zurück, Pascal. Sie haben alles eingestellt wegen der Kamera. Warte, Adi, Kamera ist eingestellt. Oder sonst hat es da noch einen Platz? Gut, ich mache mal weiter. Pascal kann sonst noch ein Feedback geben. Es tut mir leid, aber wir haben das wirklich alles millimetergenau eingerichtet. Eben, und was mit dieser Umweltwaffe eigentlich stattfindet, ist ein Krieg gegen die ganze Natur, gegen alle Lebewesen, und zwar nicht etwa ein Krieg eben im herkömmlichen Sinn von einer Nation gegen eine andere, sondern im Prinzip gegen alle, selbst gegen die eigene, gegen das eigene Land jeweils, von denjenigen, die es ausführen. Geoengineering ist das Problem und nicht die Lösung, also es ist das Problem von ganz vielen Umweltproblemen, die wir kennen. Also Geoengineering ist eigentlich der Überbegriff von dieser Wettermanipulation, und das ist zu einem großen Teil verantwortlich für sauren Regen, für Klimawandel, für Waldsterben und so weiter. Komme ich nachher noch darauf zu sprechen. Und ja, viele Leute sind sich einfach dessen überhaupt nicht bewusst, und diese Leute, und das ist eigentlich mein Anliegen, meine Motivation, tragen sie diese Informationen weiter, informieren sie Leute. Je mehr Leute sich bewusst sind, was hier geht, desto mehr haben wir eine Chance, das zu stoppen. Weil einer allein kann das nicht stoppen, auch 10 können es nicht stoppen. Aber 10% der Bevölkerung können es vielleicht stoppen. Also das heißt, ich möchte Ihnen Argumente für ein subtiles Aufwecken bringen, denn wir sind eigentlich auch jetzt schon viele. Jetzt nochmal eine ganz kleine Umfrage, so wie vorher mit dem Harp. Kennt jemand von Ihnen jemand anderen oder war selber schon betroffen davon, hintergangen worden zu sein, irgendwie fremdgegangen, dass ein Partner fremdgegangen ist, vielleicht mal Hand hoch, kann anonym sein im Sinne von, es darf ein Freund sein. Kennt das jemand? Hat schon jemand erlebt, oder? Ich glaube alle, oder? Die Definition gemäß Duden für eine Verschwörung bedeutet eine gemeinsame Planung von mindestens 2 Leuten gegen jemand anderen. Also eine Verschwörung ist nicht ein Märchen. Verschwörungen gibt es. Und das kleinste Beispiel ist, wenn ein Partner fremd geht. Warum frage ich das so naiv? Oder? Also Verschwörungen gibt es, und Verschwörungstheorien, das ist einfach ein Schimpfwort, das in den 70er Jahren da einmal geprägt wurde. Jetzt Chemtrails, das Wort wurde ja vorher schon erwähnt. Chemtrails, das kommt aus dem Englischen raus. Das offizielle Wort für Kondensstreifen, wenn ein Flugzeug einen Kondensstreifen macht, so wie vorher sinngemäß das da unten ausgesehen hat, dann nennt man das ein Condensation Trail. Trail steht für Pfad eigentlich oder eben Streifen. Und sinngemäß wurde dann das Wort Chemtrail für Chemical Trail wurde generiert. Aber wie gesagt, das ist ein Wort, das den Verschwörungstheoretikern quasi runtergeschoben wird. Und deswegen verwende ich es nicht. Ich rede von Geoengineering oder eben von Solar Radiation Management und von Stratospheric Aerosol Injection. Ah, genau, das ist übrigens ein Bild bei Nacht. Das ist der Mond. Und da sieht man also diese Spuren am Himmel sogar bei Nacht. Das müssen Sie sich mal achten, wenn ein bisschen Mondlicht ist, sieht man wirklich ziemlich oft. Ich habe immer so eigene Bilder jetzt als Hintergrund auf den Folien drauf. Das habe ich jetzt eigentlich bereits gesagt, wie die Nomenklatur sein sollte, eben damit Sie, auch wenn Sie googeln oder DuckDuckGo oder was auch immer, wenn Sie eine Recherche machen im Internet, suchen Sie nach diesen Begriffen, weil bei Chemtrails landen Sie wirklich nur auf den einschlägigen Seiten der Verschwörungstheoretiker. Die sind zwar zum Teil sehr gut, aber mit dem können Sie niemanden überzeugen. Und unten habe ich Ihnen noch 5 Namen von namhaften Wissenschaftlern, die dies unterstützen,
Also die sind voll dabei, da diese ganzen Machenschaften eigentlich zu fördern. Habe ich Ihnen aufgeschrieben, Sie können nach denen suchen. Wenn Sie auf deren Homepage, das meiste sind Professoren an renommierten Universitäten, wenn Sie auf deren Homepages von der Universität kommen, dann steht dort natürlich groß, ja, Chemtrails, das ist eine Verschwörungstheorie und wir sagen ja nur, was gut wäre gegen den Klimawandel, wir machen es natürlich nicht. Aber sie patentieren wie verrückt, sie publizieren wie verrückt, sie haben Erfahrungen gesammelt und so weiter. Ganz kurz über mich, warum befasse ich mich überhaupt damit? Wie gesagt, ich bin Physiker. Ich befasse mich mit dem Wetter eigentlich schon seit über 30 Jahren, denn ich bin Hobbypilot, also primär Segelflug, aber auch Motorflug, seit 34 Jahren. Ich habe das Wetter schon immer studiert für die Flugvorbereitung. Und so ist es mir einfach aufgefallen, dass etwas anders aussieht als damals vor 34 Jahren. Ich habe sehr lange in der Medizintechnik gearbeitet, habe mich unter anderem auch für eine sehr große medizinische Diagnostikfirma für Patente also mit Patenten befasst, Patent-Landscaping gemacht, Recherchen und so weiter. Deswegen bin ich damit sehr vertraut. Und die letzten zwei Jahre war ich Physikdozent an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Bin ich jetzt nicht mehr wegen der ganzen Zertifikatspflicht und so habe ich das geschmissen. Jetzt komme ich kurz zum Aufbau der Atmosphäre. Das habe ich schon gesagt. Wie sieht das ungefähr aus? Wir haben da unten den Erdboden, ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, und dann ist die Troposphäre, das ist die Umgebung, das ist die Atmosphäre, die uns umgibt, die ist etwa 15 Kilometer hoch. Dann kommt die Tropopause, also das ist einfach der Übergang dann zwischen der Troposphäre in die Stratosphäre, und die Stratosphäre geht dann von 15 bis 50 Kilometer hoch. In dieser Stratosphäre drin, hier habe ich ein grünes Band eingezeichnet, das ist etwa zwischen 20 und 30 Kilometer über dem Erdboden. Das ist die berühmte Ozonschicht, beziehungsweise berühmt ist das Ozonloch. Diese Ozonschicht, die schützt uns vor hochgeladenen Strahlen von der Sonne, also UV-Strahlung, aber auch noch hochenergetische Teilchen und so weiter. Sehr gefährliche Strahlung. Dann über der Stratosphäre kommt die Mesosphäre, die geht dann bis 80 Kilometer hoch. Die Übergänge heißen immer Pause, Mesopause. Dann kommt die Thermosphäre, die geht etwa bis 100 Kilometer. Und dann kommt die Ionosphäre. Und die Ionosphäre heißt so, weil dort sehr viele geladene Partikel sind, dort drin, natürlicherweise. Das heißt, dort ist eine große Leitfähigkeit und dort werden eben auch solche Teilchen schon einmal abgewehrt, die von der Sonne und aus dem Weltall auf die Erde einschießen. Und noch weiter oben ist dann die Magnetosphäre. Da haben wir den inneren und den äußeren Van Allen-Gürtel. Das ist ein großes Magnetfeld, das die Erde auch noch einmal schützt vor eben solchen eindringenden Teilchen, die aus dem Weltall auf uns zukommen. Und was ich hier noch eingezeichnet habe, einfach zu Ihrem Verständnis, das ist grob, also nicht genau maßstäblich, der Temperaturverlauf. Also zuerst wird es kälter, das kennen wir alle, wenn wir in die Höhe gehen, wird es kälter. Das ist aber nur bis etwa 15 Kilometer so, dann wird es wieder wärmer in der Stratosphäre. In der Mesosphäre wird es wieder kühler. Zur Thermosphäre hin ist ein großer Sprung, darum heißt sie Thermosphäre, weil die warm ist. Das ist ein großer Sprung, die ist warm und wird dann nach oben noch heißer und die Ionosphäre, die kühlt sich dann wieder ab. Das einfach so zur allgemeinen Information. Zur nächsten Slide mache ich hier kurz eine Zeichnung. Ich gehe also vom Kugelweltbild aus. Es haben mich schon Leute gefragt, ob ich die Erde als Scheibe sehe. Das ist bei mir nicht so. Ich sehe sie als Kugel. Ich versuche das jetzt da noch einmal so ein bisschen festzuhalten. Das wäre jetzt die Weltkugel, so die Kontinente. Also das ist natürlich immer so das europäisch zentrierte Weltbild. Ja, also man könnte es natürlich auch anders gedreht aufzeichnen. Und dann sind da diese Atmosphärenanteile, von denen ich gerade geredet habe. Die sind so in etwa so um uns herum aufgebaut. Und dann kommt eben diese Magnetosphäre, also diese beiden magnetischen Gürtel, die uns da eben noch zusätzlich schützen mit dem Magnetfeld, das übrigens auch mit dem Erdmagnetfeld zusammenhängt, das uns den Nord- und den Südpol generiert. Da komme ich nachher auch noch kurz darauf zu sprechen. So sieht das etwa aus. Das heißt, an den Polen ist das abgeflacht.
durch die Erdrotation und durch das Magnetfeld. Das heißt, die Höhen dieser Schichten, die sind zu den Polen hin viel niedriger. Also die Atmosphäre ist viel weniger hoch gegen die Pole hin. Maya, bitte. Luther. Es ist ein Torus. Sehr schöne Bemerkung. Danke. Es ist ein Torus. Genau, so ein Torus ist so ein ringförmiger Kreis. Ja, also wie ein großer Ring. Und genau so sieht das eigentlich aus. Ganz genau. Gut. Jetzt stelle ich kurz die Wand ein bisschen zurück, weil ich brauche nachher nur noch den Galgen da oben. Ist besser so? Gut. Dann machen wir weiter. Diese Folien sehen jetzt ein bisschen kompliziert aus. Ich will Sie damit jetzt nicht quälen. Es geht mir eigentlich primär um Folgendes. Das sind sogenannte Emmagramme, kann man auf Meteor Schweiz, kann man die jeden Tag um Mitternacht und am Mittag kann man die runterladen für unterschiedliche Orte. In der Schweiz ist es Bayern und hier habe ich jetzt noch München dazu gewählt, weil Bayern ist ein bisschen westlich von uns und München ein bisschen östlich. Und ich erwarte nicht, dass Sie das jetzt lesen können, sondern es geht mir um Folgendes. Also ich analysiere diese Kurven, wenn ich fliegen gehe, weil das sagt mir sehr viel über die Atmosphäre aus, fürs Steigen beim Segelflug, aber auch für die Sichtverhältnisse. Was man hier sieht, diese rote durchgezogene Linie, das ist der Temperaturverlauf. Und was man hier sieht, ist der theoretische Nullpunkt, jetzt habe ich es falsch gesagt. Das ist eigentlich die Luftfeuchtigkeit. Das ist die Luftfeuchtigkeit, die 100% erreichen würde, wenn die Temperatur so verlaufen würde. Oder Sie wissen alle, wenn es kälter wird, kommt es eher regnen, weil kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, wenn Sie eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft drin haben, es wird kälter, dann beginnt es irgendwann zu kondensieren. Irgendwann haben wir 100% Luftfeuchtigkeit und dann regnet es. Und was ich eigentlich sagen möchte, das Einzige, was ich Ihnen mit dieser Folie zeigen möchte, ist, dass der Abstand zwischen der durchgezogenen Kurve, ich rede jetzt nur von der roten, weil ich nur Bayern anschaue, und dieser gestrichelt roten, dieser Abstand ist für mich eine Aussage, wie groß die Regenwahrscheinlichkeit ist, beziehungsweise wie feucht die Atmosphäre ist. Diese Kurve hier ist von vorgestern, Mittag, vom 11. April. Und Sie sehen, das ist ein relativ großer Abstand. Und hier habe ich noch die Kurve von gestern. Und hier ist der Abstand ein bisschen kleiner. Man sieht, hier ist die Feuchtigkeit höher, die relative. Aber da sind wir aber bereits auf 6000 Metern. Und da unten ist es auch nicht besonders feucht. Also aufgrund dieser Kurve kann ein Sichtflugpilot, also der eben nicht nur nach Instrumenten fliegt, sondern der rausschauen muss, kann abschätzen, wie groß die Feuchtigkeit und das Regenrisiko ist. Warum zeige ich Ihnen das? Weil diese zwei Bilder, die sind von vorgestern und von gestern. Das obere, da komme ich nachher darauf zurück. Das ist von vorgestern, das ist von gestern. Die sind vom Gubel her aufgenommen, knapp 1000 Meter Richtung Rigi, erkennen Sie wahrscheinlich. Das war kurz nachdem es ja geschneit und geregnet hat letzte Woche. Und das war dann am Dienstagmorgen. Da sehen Sie weiße Schleier ohne Ende. Man sieht auch die Rigi schon nicht mehr so deutlich. Und die Luftfeuchtigkeit war also nicht viel größer. Also warum ist dieses Bild so unterschiedlich? Und das Bild hier oben, das ist ganz gewaltig, das ist vom 10. März. Und Sie erinnern sich wahrscheinlich alle, bis zum 29. März hat es nie geregnet. Es hat zwar jeden Tag Wolken gehabt, aber es hat nie geregnet. Es war wahnsinnig trocken. Und am 30. März hat es geschneit oder geregnet, je nach Höhe, oder? Und wenn man das dann eben vergleicht mit solcher Radiosondierung, mit diesen Emmagrammen, dann fragt man sich schon, was ist da genau los? Kann das wirklich Wasserdampf sein? Wasserdampf sieht auch nicht so aus. Und jetzt komme ich nämlich genau zu den Kondensstreifen und auch da zum Experiment. Und das ist natürlich Fake. Das war Trockeneis, CO2, ja, Kohlendioxid, in heißem Wasser. Darum hat das so gedampft. Also wenn man der allgemeinen Definition von Kondensstreifen folgen würde, dann müsste jetzt eigentlich hier drin dicker Nebel sein. Einmal Kondensstreifen bleibt, und am Abend ist alles grau.
hat sich natürlich wieder verzogen. Dasselbe ist auch, wenn Sie im Winter ausatmen, sieht man hier gut, dann bringen Sie Luftfeuchtigkeit und Wärme in die kalte Atmosphäre und das sieht man dann. Wenn Sie jetzt aber einen Spaziergang ums Haus herum machen und zurückkommen, dann sehen Sie nachher nicht die Spur, wie Sie gelaufen sind, so als Streifen, oder? Also ich habe es noch nie gesehen. Und das sehen Sie übrigens auch nicht bei Automotoren, weil gewisse Leute sagen dann, ja, aber da wurde ja noch Treibstoff verbrannt und so weiter und viel, viel wärmer als da die 37 Grad. Ja, aber auch Autoabgase sehen Sie nicht den ganzen Tag lang stehen über der Straße. Was man hier noch dazu sagen muss, hier bringen Sie Wärme und Luftfeuchtigkeit in die Luft. Also Sie bringen einen zusätzlichen Anteil an Wasser in die Luft. Kerosin hingegen, der Treibstoff der Flugzeuge, ist sehr trocken, ist noch trockener als Diesel, deswegen habe ich den Vergleich mit den Autos gebracht, ist noch stärker entwässert als Diesel und trotzdem wird da immer davon gesprochen, ja, das ist nur Kondenswasser. Mir macht es insofern ein bisschen Mühe, das zu verstehen, wenn ich mir vorstelle, die Kondensstreifen entstehen also, weil da heiße Abgase aus dem Flugzeug rauskommen, die sind trocken. Die Umgebungsluft ist feucht, wenn sie denn wirklich feucht ist. Ich habe Ihnen die Hämagramme gezeigt. Und dann wird an der Übergangsstelle zwischen der warmen und der kalten Luft kristallisieren dann die Wassertröpfchen, die in der Luft waren. Eben, die Luft muss schon feucht gewesen sein. Und die sollen dann den ganzen Tag bleiben und am Schluss haben wir eine Wolkendecke, ohne dass zusätzliches Wasser dazugebracht wurde. Es ist dann möglich, wenn wirklich das Hämagramm mir zeigt, dass wir schon bei 99,9% Luftfeuchtigkeit sind. Dann gibt es Kondensstreifen, die lange stehen bleiben können. Aber sonst ist es für mich schlicht nicht erklärbar, dass die so lange stehen bleiben können. Das hier, das ist in der Fliegerei sehr bekannt. Was dieses Flugzeug hier ausstößt, das ist Ölrauch. Also da wird ganz bewusst Öl verbrannt. Kennen Sie vielleicht, wenn die Bratpfanne überhitzt? Ja, ist gefährlich. Nicht ausprobieren, kommt plötzlich die Feuerwehr. Das macht man bei Flugshows. Das macht man ganz bewusst bei Flugshows. Das ist dann wirklich verbrannter Öldampf. Der bleibt natürlich eine Weile und so sieht man, wie die Flugzeuge Loopings fliegen und so weiter. Aber was man hier nicht sieht, ist hier der tatsächliche Abgasstrahl. Man sieht hier vom Nachbrenner ein bisschen eine Spur, aber ganz, ganz wenig. Und da gibt es keinen Kondensstreifen. Das sind Kondensstreifen und die sind sogar auf ganz spezielle Weise entstanden. Die sind nicht an der Düse entstanden, sondern an den Flügelwurzeln. Ich weiß, ich war total Fliegerei-Fan als Junge und ich habe dieses Bild als Postkarte gekauft an einer Flugshow, war total begeistert und habe meinen Physiklehrer gefragt, ja, warum es denn hier Kondensstreifen geben kann und nicht beim Auspuff. Und dann hat er es mir erklärt, dieses Flugzeug macht ein extremes Manöver, das ist eine Momentaufnahme, auch bei einer Flugshow. Das zieht ganz steil auf in hoher Geschwindigkeit. Dadurch wird der Flügel, also vor allem der Eingang des Flügels, wird wahnsinnig heiß. Das heißt, entsteht Hitze und gleichzeitig haben wir durch den erhöhten Auftrieb, wenn das Flugzeug aufsteigt, hat es einen erhöhten Auftrieb und dadurch gibt es hier über dem Flügel einen Unterdruck, weil das Flugzeug fliegt mehr wegen des Unterdrucks über dem Flügel als wegen des Überdrucks unter dem Flügel. Aber ich will jetzt nicht noch in die Aerodynamik reingehen. Das heißt, im Unterdruck entsteht noch schneller Kondensation. Das heißt, hier entsteht tatsächlich Kondensation wegen des heißen Flügels und des Unterdrucks aus dem Wasserdampf in der Luft. Und da hinten ist es schon wieder weg. Also das ist keine Sekunde. Das ist ein geniales Foto, weil das ist wirklich ein Moment. Oder? Und das hier, das würde ich nicht als Kondensstreifen bezeichnen. Eben das sind diese Muster, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon gesehen haben, die dann wirklich den ganzen Tag bleiben. Zum Teil breiten sie sich noch aus und am Abend ist es dann meistens ganz bleiern, so richtig bleierngrau. Es gibt es aber auch, dass Kondensstreifen nicht so lange stehen bleiben und auch da habe ich den Eindruck, dass die nicht immer ganz sauber sind, auch wenn sie nur so gefühlt 10 cm lang aussehen, weil ich wohne in der Nähe des Gubels und wenn ich ins Zugerland runterschaue, dann sieht das für mich aus wie Smog über Los Angeles. Und so hat es vor 10 Jahren noch nicht ausgesehen. Einfach nicht. Also,
Da habe ich jetzt ein paar so Bilder. Da ist jetzt noch mal eins bei Nacht. Das ist noch nicht lange her. Ich weiß das Datum jetzt gerade nicht mehr, habe ich nicht dazu geschrieben. Es muss im Februar oder März gewesen sein. Wir haben hier so einen Streifen neben dem Mond. Es war eine Vollmondnacht. Und hier haben wir ein riesiges Halo um den Mond. Das heißt, da war, die Nacht war so richtig silbergrau bei Mondschein. Völlig unnatürlich in meinen Augen. Auf der Seite admin.ch, sagt Ihnen wahrscheinlich allen etwas, gibt es ein Dokument von SCNAT, das ist ein Zusammenschluss der Universitäten, der Schweizer Universitäten für naturwissenschaftliche Studien. Und die erklären da, wie Kondensstreifen entstehen, weil die bemühen sich zu sagen, sind Kondensstreifen. Und da schreiben sie, ich habe hier nur einen kleinen Auszug, bei der Bildung von Kondensstreifen werden die Wirkungen von persistenten, also stehenbleibenden, linearen Kondensstreifen und von hoher Zirrenbewölkung, die sich aus den Kondensstreifen bildet, unterschieden. Schwefelhaltige Aerosolteilchen und Ruß haben neben ihrem Einfluss auf die Bildung von Kondensstreifen einen direkten Strahlungseffekt. Ruß bewirkt eine Erwärmung, Schwefel eine Kühlung. Die Größenordnung der jeweiligen Klimawirkung ist bekannt. Also eigentlich sagen sie zwischen den Zeilen, dass da Aerosole dabei sind, weil Kerosin brennt ziemlich sauber. Sie können einen Kerosinofen in die Wohnung stellen, ist kein Problem. Sie müssen einfach aufpassen, dass Sie unverschmutztes Kerosin bekommen. Die Frage ist, was wird dem Kerosin tatsächlich beigemischt, dass das eben stehen bleibt. Also eigentlich stehen Sie dazu, ohne es offiziell zu sagen, weil Sie reden ja von den Kondensstreifen. Also ich finde, dass eigentlich dieser Abschnitt, finde ich, ist eigentlich entlarvend. Dann, ich habe vorher ja den Begriff Geoengineering geprägt, ich will auch den jetzt noch erklären. Auch hier wieder ein ganz eindrückliches Foto, auch auf dem Google gemacht, mit diesen Querrippen, da komme ich im Zusammenhang mit Harp gleich darauf. Grundsätzlich ist Geoengineering eine Technik, welche das Gesamtsystem des Planeten Erde verändert. Und was ist das Ziel davon? Wettermodifikation, und zwar global, aber auch lokal, ganz punktuell. Und zwar auch entfernt, also das Ziel ist natürlich, dass man irgendwo in einem fremden Land das Wetter bestimmen kann. Dann aber auch Erdsondierung, Öl, Gas, letztendlich Erdbeben. Erdbeben können mit diesen Wellen ausgelöst werden, habe ich lange selber nicht geglaubt. Ich kenne mittlerweile den Mechanismus. Das Erdmagnetfeld wird dadurch gestört, modifiziert und gestört. Und letztendlich das Ziel, da kann man teilweise nur spekulieren. Ganz klar geht es darum, die Radar- und Funkverbindung zu verbessern, weil ich habe vorher gesagt, die Ionosphäre weit, weit oben, die ist elektrisch geladen, die wird als Spiegel verwendet, da kann man Radiowellen in die Ionosphäre schicken und dann wird das als Spiegel, wird das quasi um die Erdkrümmung rum, wird das weitergeleitet und mit Wettermodifikation kann man da die Reichweite noch vergrößern oder kann zum Teil eben auch steiler ins Meer hinein Funkverbindung mit U-Booten aufnehmen. Dann wird es ganz klar als Kriegswaffe angesehen. Das ist eigentlich der nächste Schritt nach der Atombombe, muss man so sagen. Und letztendlich auch Kontrolle, oder? Weil über diese ganzen Strahlungsmöglichkeiten kann man natürlich jeden zu jeder Zeit überwachen. Also darum geht es natürlich auch. Wozu wird es gemacht? Eigentlich habe ich schon gesagt. Ich möchte aber hier jetzt ein erstes öffentliches Zitat bringen. Lyndon Johnson, der war 1962 amerikanischer Präsident, der hat damals öffentlich gesagt, wer das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren. Ich zeige Ihnen das kurz, wenn es geht. Pascal, es geht nicht. Darf ich kurz? Machst du schnell. Probier mal mit Enter. Es ist schlecht zu verstehen. Entschuldigung, das kommt nachher. Es ist schlecht zu verstehen, das ist ein Originalvideo von 1962. Also Lyndon Johnson sagt da wörtlich, es werde Satelliten geben, die den World Cloud Layer, also die Bewölkung der ganzen Welt überwachen und ultimativ diese Wolken
beherrscht. Und dann sagt er, and he who controls the weather will control the world. Also, wer das Wetter kontrolliert, wird die Welt kontrollieren. Das war damals schon das Ziel. Und dann habe ich nach offiziellen Dokumenten recherchiert. Ich gehe die relativ schnell durch und ich habe nur einen kleinen Ausschnitt davon genommen, weil es wären einfach schlicht viel zu viele. Es gibt ein Dokument von 1965, das sehr eindrücklich ist, das heißt Weather and Climate Modification. Das war ein Vorschlag von der National Science Foundation in den USA. Und da steht unter anderem drin, Species Extinction and Disruption of Natural Communities wird passieren, wenn man das Wetter kontrolliert. Ja, das ist ein Ziel. Und dann Probable Increase of Crop Pests, also das heißt, wenn man das Wetter modifiziert, wenn man dafür sorgt, dass es an gewissen Stellen nasser wird und an anderen trockener und dass sich die Temperatur verändert, dann wird es mehr Krankheiten, hier zumindest mal Getreidekrankheiten geben, aber natürlich auch Krankheiten für Mensch und Tier. Dann gab es ein weiteres offizielles, sehr schockierendes Dokument 1966, Entschuldigung, das heißt recommended, ein empfohlenes National Program in Weather Modification, also ein empfohlenes nationales Programm für Wettermodifikation in den USA. Auch da stehen genau solche Zitate drin, die ich jetzt nicht vorlese, aber es geht wirklich genau darum, dass man das Wetter modifiziert und es steht auch hier schon, dass man da Partikel in die Atmosphäre schießen könnte und so weiter. Also es wurde ja schon seit den 30er Jahren so ein bisschen ausprobiert. Hier ist auch wieder so ein Dokument, das ist von 1968, das wurde erst im Jahr 2002 deklassifiziert, also das war geheim, dieses Dokument. Ich zeige es nur als Übersicht. Dann gibt es hier eine NASA-Studie, die habe ich jetzt tatsächlich auf einer sogenannten Verschwörungstheoretiker-Seite gefunden, weil es ist ein Originaldokument, aber hier hat jemand das quasi geändert. Es ging hier um eine sogenannte Vortex-Study, also man wollte die Verwirbelung hinter dem Flügel untersuchen. Und derjenige, der die Seite geoengineeringwatch.org unterhält, der hat das dann quasi durchgestrichen und Chemtrail geschrieben. Das ist tatsächlich so, dass es gewisse Flugzeuge gibt, die also wirklich Düsen an den Flügeln haben und eigentlich nur fliegen, um solche Partikel in die Atmosphäre zu bringen, um eben nachher die Wettermodifikation verbessern zu können. Dann hier ist ein ganz extremes Dokument, also wenn jemand da wirklich tiefer reingehen würde, empfehle ich das sehr, es ist aber lang, es ist etwa 700 Seiten. Da geht es auch um ein Programm, das finanziert wurde vom Senat, das ist das meiste ist amerikanisch. Und da ich stelle einfach kurz das Inhaltsverzeichnis vor und habe hier ein paar Stichworte rausgeschrieben auf Deutsch. Ah nein, auf Englisch, Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte es übersetzt. Also, der Kongress hat 1971, der amerikanische Kongress hat 1971 ein National Weather Modification Policy Act erlassen. Also erlassen wurde er dann 1976, wo es wirklich darum geht, wie Wettermodifikation betrieben wird und wie sie finanziert wird vor allem. Seit 1947 bis 1978 gab es mindestens 110 Wettermodifikationskredite für die Armee. Und wir sprechen hier von 1978 und so weiter. Das ist ein ganz ungeheuerliches Dokument. Und jetzt kommt eigentlich das schlimmste Dokument und das ist wirklich ein trojanisches Pferd. Und das können Sie auf der Seite admin.ch, können Sie das sich anschauen. Das ist das allgemeine Bundesrecht Nummer 0.515.06 und das ist das Übereinkommen der UN, also der Vereinten Nationen, über das Verbot der militärischen oder einer sonstigen feindseligen Nutzung umweltverändernder Techniken. Nun, das tönt ja gut, ja. Das ist ja ein Vertrag, dass man da eben gerade nicht umweltverändernde Techniken als Kriegswaffe einsetzt. Dumm ist aber, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, das tut mir leid, das ist vom Kontrast her nicht so gut, dumm ist aber, dass der dritte Artikel dieses Übereinkommens, der besagt, dass jedes Land, das dieses Abkommen unterschrieben hat, Umweltmodifikationstechniken für friedliche Zwecke mittragen muss. Die Schweiz hat dieses Gesetz 1988 ratifiziert. Wir müssen mitmachen, wir müssen akzeptieren, wenn diese Flugzeuge uns da versprühen.
Schauen Sie sich das an auf der Seite admin.ch. Es ist Wahnsinn. Dann gibt es ein ganz erschreckendes Dokument, das zeige ich noch, die anderen überspringe ich dann. Das ist von 1996 von der US Air Force. Da steht drin, das Ziel ist es, owning the weather by 2025. Wir wollen bis 2025 das weltweite Wetter besitzen. Und es ist auch ein ziemlich ausführliches Dokument. Und unter anderem, ich habe jetzt da nur wenig rauskopiert, weil eben, wie gesagt, ich bin schon eine halbe Stunde dran, Jet engines to generate carbon particles while flying through the targeted air. Also Flugzeugtriebwerke sollen Kohlenstoffpartikel generieren, während sie durch die gezielte Luftmasse fliegen. Steht da drin. Öffentlich kann man runterladen, und zwar nicht von Verschwörerseiten, sondern bei der NASA, bei der admin.gov ist das, glaube ich, in Amerika. Also wer Englisch kann, schaut euch das mal an. Es ist wirklich unglaublich. Und dann gibt es noch einen Bericht des Europarates, auch der ist öffentlich. Beim Europarat kann man den downloaden, auf verschiedene Sprachen, es gibt ihn auch Deutsch. Und da habe ich nur, also es geht in diesem ganzen Bericht A4005/99, geht es vor allem um HAARP. Und da steht dieser Artikel 27, den finde ich besonders wichtig. HAARP, ich spreche es jetzt einmal ganz aus, ich erkläre es nachher noch. High Frequency Active Auroral Research Project. Also Hochfrequenz, aktives Aurora. Also Aurora sind ja so Nordlichter. Also sprich, das spielt sich eben da in den Magnetgürteln, Ionosphäre und Magnetgürteln ab. Forschungsprojekt. Es wird als Forschungsprojekt verkauft, oder? Das ist HAARP. Der Europarat hält HAARP wegen der weitreichenden Umweltauswirkungen für eine globale Angelegenheit und fordert die rechtlichen, ökologischen und ethischen Auswirkungen von einem unabhängigen internationalen Organ untersuchen zu lassen, bevor weitere Forschungsarbeiten und Versuche stattfinden. Bedauert die wiederholte Weigerung der Regierung der Vereinigten Staaten, einen Vertreter zu der öffentlichen Anhörung oder den folgenden Sitzungen seines zuständigen Ausschusses über die Auswirkungen des Forschungsprogrammes zu entsenden. Steht da drin, 1999, das ist schon 23 Jahre her. Und dann komme ich zum zweiten Video, das vorher schon fast angefangen hat. Frau Somaruga streitet es nicht ab. Hören Sie genau hin, was sie sagt. Sie streitet es nicht ab. Kennt jemand von Ihnen dieses Video schon? Kann man bei Blick nachschauen. Ich lasse es trotzdem kurz laufen. Es wird nicht, sorry. Mal, dass das mal auf den Tisch kommt, dass man die Informationen sammelt, dass man Chancen und Risiken anschaut. Da gab es keinen Konsens. Das ist natürlich schade, weil ich denke, das sind wirklich Versuche, die man hier macht, ohne überhaupt die Auswirkungen zu kennen. Aber wir werden weiter dafür kämpfen. Wir müssen halt manchmal zweimal einen Anlauf nehmen, und das wird auf jeden Fall weitergehen. Das Thema ist zu wichtig und zu allenfalls auch problematisch, als dass wir da einfach wegschauen können. Oh, jetzt muss man es neu starten. Jetzt kann ich es nicht starten. Jetzt ist es rausgekommen. Sorry. Mach from present slide. Sonst mach F5 rum. Ich springe vorne. Schon gut. Oben links F5. Ah, ist sogar am richtigen Ort. Glück gehabt. Entschuldigung für die Pannen. Ja, also sie streitet es nicht ab. Sie sagt, das Video wäre noch ein bisschen länger gegangen, sie sagt wirklich, dass es da um Versprühen von Partikeln geht. Da sind wir jetzt nicht bei HAARP, sondern da sind wir beim Versprühen von Partikeln. Und sie streitet es nicht ab. Und was auch lustig ist, ich habe zum ersten Mal so einen Vortrag gehalten am 29. Januar in Zürich. Und am 17. Januar, ich war eigentlich schon fertig und bereit mit dem Vortrag, kommt doch tatsächlich ein Artikel im Tagesanzeiger, der ist nicht hinter der Bezahlschranke, den können Sie anschauen, ich habe den Link drin. Und da steht, ja, was das für eine tolle Chance wäre, eben solche Partikel in die, also eben Stratospheric Aerosol Injection, solche Partikel in die Atmosphäre zu bringen, damit man eben die Klimaerwärmung stoppen könnte damit. Hat der Tagesanzeiger geschrieben. Es steht dann natürlich auch,
Es wird natürlich nicht gemacht, das ist schade, es gibt viel zu viel Opposition dagegen, man sollte sofort damit anfangen, das schreiben Sie natürlich immer. Ja, das Video übrigens von Frau Sommaruga, das ist bei blick.ch, ist immer noch online, auch das können Sie dort anschauen, der Link ist auch dabei. Und dann gibt es noch weitere, ab und zu gibt es nämlich Zeitungsartikel, hier Raum und Zeit, US-Projekt vergiftet unseren Himmel, das ist von 2004 und da im, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die Zeitung heißt, ups, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verklickt, hier, da stand sogar kriminelle Experimente, es war eine Zeitung aus dem Raum Basel, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, die Zerstörung des Himmels, globales Chemieverbrechen in der Atmosphäre. Stand so drin, dass es gemacht wird, aber das war vor etwa 20 Jahren. Mittlerweile heißt es ja, ja, das wären tolle Technologien gegen den Klimawandel, aber es wird leider nicht gemacht. Oder? Und auch hier, das ist ein Artikel aus Report 24, oder Report 24, ist eine deutsche Zeitung. Doch keine Spinnerei, Fragezeichen, HARP in EU-Papier als Klima- und Waffensystem bezeichnet. Das ist ein Artikel von 2021. Und hier, was Sie hier sehen, das ist eine der HARP-Anlagen. Das ist die HARP-Anlage. Das ist die erste Anlage, die steht in Alaska. Und die sieht so aus. Das ist ein riesiger Wald von mindestens 81, ich glaube mittlerweile noch mehr Radioantennen. Im Prinzip sind das Radioantennen, die eine gewaltige Leistung an elektromagnetischen Wellen in die Atmosphäre hochjagen. So sieht das aus. Und eben, also ich finde es eigentlich spannend, dass die greifen das auf, ups, die greifen das auf, was ich Ihnen vorher gezeigt habe von diesem EU-Papier, oder, wo da gewarnt wird. Aber das EU-Papier ist von 1999, oder das Europaratpapier. Und der Artikel kommt 2021 raus. Das ist eigentlich auch spannend. Was ist so speziell an HARP? Eben, Sie haben vorher die Antennen gesehen und diese Antennen, die jagen im Prinzip Radiowellen in die Ionosphäre hoch. Also sehr weit nach oben, so weit über 100 Kilometer hoch. Was HARP kann, was die meisten anderen Antennen nicht können, das ist hier ein Schema von diesen HARP-Antennen, die Sie eben gesehen haben. Und die können fokussieren. Die machen da oben einen Punkt. Die meisten Antennen, die strahlen ab wie eine Taschenlampe. Ja, das wird immer breiter und wenn Sie irgendwie 500 Meter entfernt stehen, sehen Sie nichts mehr. Sie können mit der Taschenlampe nicht so weit zünden. Mit einem Laserstrahl kommen Sie weiter. Und was HARP eben macht, ist ein bisschen vergleichbar mit einem Laserstrahl, aber es ist nicht parallel, sondern es fokussiert sogar, so dass man da oben einen unglaublichen Hotspot, eine heiße Stelle, erzeugen kann. Und dadurch kann man dann eben die Ionosphäre, den leitenden Teil der Atmosphäre, so verändern, dass man eben, ich habe das ja eingangs gesagt, dass man weiter funken kann, dass man mit den Flugzeugen und Schiffen besser Funkkontakt aufhalten kann, aber man kann eben auch anderes damit machen, da komme ich gleich dazu. Solche Anlagen gibt es nicht nur in den USA, es gibt mindestens zwei in Alaska. Das ist die ursprüngliche. Dann gibt es eine in der Karibik und dann gibt es eine in Norwegen und eine irgendwo, auf die ist, glaube ich, noch nicht einmal eingezeichnet, auf den Balearen. Und dann gibt es aber auch im Mittleren Osten, man weiß, also ich weiß nicht so ganz genau, ist es Russland oder ist es Iran, wo es überall solche Stationen hat. Und von China weiß man es nicht einmal. Diese Quelle ist übrigens auch schon mehr als 10 Jahre alt. Also wahrscheinlich, aber da wird natürlich zum Teil auch sehr heimlich getan. Einfach damit Sie sich das vorstellen können. Hier nochmal ein Foto eben von diesen Antennen. Und jetzt sieht man hier, was die eben machen. Also wenn die gleichgeschaltet sind und diese Radiowellen aussenden, das sieht nicht so aus. Das ist nur eine Animation von NTV. Ist schon älter, da gab es also mal einen Beitrag tatsächlich auf NTV über HARP. Ist noch spannend, ist nicht sehr lange. Und da wird einfach animiert, wie da diese elektromagnetische Welle hochgeht. Und was passiert dann damit? Das geht eben durch die ganze Atmosphäre durch, also Troposphäre, Stratosphäre, Mesosphäre und dann in die Ionosphäre. Und da wird fokussiert, wie ich es vorher gezeigt habe, und dadurch wird da erhitzt. Und das kennen Sie alle, wenn Sie etwas erhitzen, dann entsteht Dampf, dann dehnt sich das aus. Ja, also wenn Sie mit einem Kinderballon zum Beispiel, wenn Sie den in den Backofen stellen, dann wird der größer. Keine gute Idee. Aber einfach, also
ja, also das weiß man, oder wenn man Wasser kocht und den Deckel drauf hat, dann jagt es irgendwann den Deckel weg, weil der Dampfdruck halt zunimmt. Also das heißt, was hier gemacht wird, die Ionosphäre wird so aufgeheizt, dass sie sich ausdehnt. Und was passiert, wenn sie sich ausdehnt? Es gibt einen Sog. Das zieht nachher Luftteilchen von da unten nach oben, weil die wollen dann ausweichen, oder? Die Druckverhältnisse wollen sich ausgleichen. Und wenn die nach oben gezogen werden, dann wird irgendwann werden Luftteilchen hier von rechts und links nachwandern. Das heißt, man generiert so Winde. Eigentlich ganz lokal. Aber dadurch, dass man das eben so generiert, kann man den Jetstream ganz genau modifizieren. Der Jetstream, das ist eigentlich dieser Wind auf etwa 10 bis 15 Kilometern Höhe, also gerade so da, wo die Verkehrsflugzeuge fliegen. Die meisten kennen das, wenn man von den USA zurückfliegt, geht es schneller, weil man Rückenwind hat, weil der Jetstream, der läuft von West nach Ost. Und der macht so eine Wellenbewegung. Das ist grundsätzlich normal. Aber was man jetzt eben machen kann mit Harp, man kann diesen Jetstream zum Erliegen bringen. Man kann den umlenken. Man kann hier sogenannte Höhentiefs generieren. Höhentiefs, ja. Es tönt wie ein Widerspruch. Es ist ein Tiefdruckgebiet in der Höhe, weil man eben genau das da macht. Weil man da oben einen tiefen Druck generiert. Es ist ein Höhentief und das lenkt dann den Jetstream entsprechend um. Das kann man mit relativ wenig Aufwand kann man das ganz gezielt machen. Und mit diesen 10, 20 Anlagen, die es gibt, ist das überhaupt kein Problem, da zum Beispiel den Jetstream so zu generieren, dass er gewisse Länder ständig umgeht. Die kriegen dann keinen Regen mehr, weil der Jetstream bringt auch die Feuchtigkeit vom Atlantik, oder? Die sind dann trockengelegt. Also Iran hat das den USA schon vor 20 Jahren vorgeworfen. Es gibt ein Paper dazu. Ihr verursacht unsere Dürren. Wird natürlich nicht darüber gesprochen. Ja. Da sieht man, das ist so ein ganz typisches Tief. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin überzeugt, dass das generiert ist, um da den Jetstream so extrem ausfransen zu lassen. Und Sie sehen da Europa, oder? Und das ist jetzt nämlich ein ganz spezielles, nein, es ist nicht das, das ist vom 13., aber das ist von heute. Aber es ist auch heute garantiert manipuliert. Denn ich habe heute Morgen gehört, dass anscheinend wieder Sahara-Staub unterwegs sein soll. Schon wieder. Habe ich in meiner Kindheit auch selten gehört. Ich weiß, ich habe Zeitungsartikel aus den 60er und 70er Jahren gefunden, aber das war extrem selten. Ja. Und heute haben wir es alle zwei, drei Wochen. Was passiert hier? Hier wird der Jetstream so nach Nordafrika geleitet und dann hier wieder hoch. Und dann kommt natürlich der ganze Sahara-Staub zu uns. Also es ist schon Sahara-Staub. Aber der bewirkt natürlich auch, dass man dann weniger erkennt, was sonst noch alles im Himmel drin ist. Oder? Hier, das war am 15. März, da habe ich leider das Bild des Jetstreams nicht mehr gefunden. Ich habe auch eins, aber ich habe viel zu viele Dokumente. Meine Freundin sagt mir das immer wieder. Ich sammle zu viel. Sie erinnern sich wahrscheinlich, das war ja so gelb an diesem 15. März, als der Sahara-Staub kam. Ich habe die Webcam vom Jungfrau Joch angeschaut. Das war so gelb wie das Mikrofon hier. Also es war unglaublich. Was ist da passiert? Das ist eine andere Darstellung. Ist auch wieder, sind die Windverhältnisse auf etwa 10.000 Metern Höhe. Und da sieht man wieder genau dasselbe. Hier ist Italien, daran kann ich mich immer gut orientieren. Europa, hier Nordafrika. Und der Jetstream ging genauso unten rum und brachte das Ganze via Frankreich mit dem Westwind zu uns. Genau so. Und so könnte es jetzt wieder, Sie haben jetzt den Jetstream von heute gesehen, es könnte tatsächlich in den nächsten Tagen wieder passieren. Hier, da gehe ich jetzt nicht in die Details, das ist zu aufwendig. Hier kann man noch, hier habe ich einfach noch aus einem Buch von Thomas Bearden, das ist ein, der hat beim amerikanischen Militär lange gearbeitet, ist dann nach der Pensionierung, ist er dann so ein bisschen aufgewacht und hat viele Bücher geschrieben zu dem Thema. Hier zeigt er auch, wie man mit unterschiedlichen ebenso Radaranlagen wie das HARP ebenso quasi ein Kreuzfeuer machen kann, um den Effekt eben noch zu verstärken. Es geht eigentlich nur um das. Und jetzt möchte ich, um das HARP noch ein bisschen besser zu erklären, möchte ich einfach kurz, wirklich ganz, ganz kurz ein bisschen was über Wellen erzählen. Es gibt sogenannte transversale Wellen. Ich wollte eigentlich so eine, kennen Sie das, so eine Plastikfeder, so Kinderspielzeug, wollte ich mitnehmen, habe ich vergessen, aber ich habe hier zumindest diese Animation. Eine sogenannte transversale Welle, die läuft auf und ab, wie da oben. Das kennen wir zum Beispiel vom Wasser, Wasseroberfläche. Das sind transversale Wellen, die gehen
nach links und rechts weg, aber die Wellen gehen auf und ab, oder? Also das heißt, die Ausbreitungsrichtung ist rechtwinklig zum Ausschlag. Und dann gibt es aber auch sogenannte longitudinale Wellen, die gehen so ein bisschen so vor und zurück. Also wie wenn man eben so eine Feder stößt und die lenkt sich nicht aus, aber man hat dann immer wieder eine dichtere und eine dünnere Region. Und es wird also mit allem experimentiert. Typischerweise sind elektromagnetische Wellen, also Lichtstrahlen, aber auch Radiowellen und so weiter, kennt man als transversale Wellen. Das sind die sogenannten Herzwellen. Die sehen eben so aus wie die obere hier oder wie das da, oder Wasserwellen. Und die longitudinalen Wellen sind Druckwellen und die kennen wir besonders gut vom Schall. Schallwellen sind longitudinale Wellen, also da schlägt nichts nach links und rechts aus, sondern da ist eine Druckwelle, die auf Sie zukommt, wenn Sie etwas hören. Und sogenannte stehende Wellen, das sind Wellen, die sehen für uns aus, als ob sie stehen würden. Bei einer Saite zum Beispiel, einer Instrumentensaite, gibt das dann einen schönen Ton. Das ist der erste Grundton, das ist der erste Oberton, das ist der Grundton, das ist der erste Oberton, der zweite Oberton und so weiter. Das muss immer ein halbzahliges Vielfaches der Wellenlänge sein. Die Wellenlänge ist einmal hoch und einmal runter. Also das ist eine Wellenlänge, das ist nur eine halbe. Einfach so zum Verständnis, damit Sie wissen, wovon ich spreche, wenn ich von transversalen und longitudinalen Wellen spreche. Und Energietransfer durch Wellen kennt man am besten von der Mikrowelle. Ja, das ist wahrscheinlich allen bekannt, obwohl wahrscheinlich nicht alle eine haben. Ich habe keine, außer zum Experimentieren habe ich eine, aber es ist was anderes. Und hier ist es zum Beispiel so, die Wellenlänge der Mikrowelle ist 2,4 Gigahertz, also 2,4 Milliarden Schwingungen pro Sekunde, also das ist unglaublich schnell, das ist eine relativ hohe Frequenz. Und das gibt dann entsprechend dem Gesetz, dass die Wellenlänge die Ausbreitungsgeschwindigkeit geteilt durch die Frequenz ist. Und die Ausbreitungsgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit für alle elektromagnetischen Wellen. Und das gibt dann bei 2,4 Gigahertz 12 Zentimeter. Das heißt, so eine Welle ist 12 Zentimeter lang im Mikrowellenofen drin. Und die kann ja das Wasser anregen und das kennen Sie, eben das kennen Sie, da wird dann Wasser, also wässrige Speisen werden da heiß. Übrigens, weiß jemand, was für Geräte auch 2,4 Gigahertz Frequenz haben? WLAN, genau. Gut, und jetzt, wie spielt das jetzt zusammen, wenn man die Atmosphäre jetzt eben befüllt mit Partikeln, die leitfähig sind? Dann nehmen die diese Energie viel besser auf. Ebenso wie eine Plastikschale in der Mikrowelle drin, wird ihnen ja nicht heiß. Aber wenn sie da das Richtige drin, nicht nur Wasser, es gibt auch gewisse Keramiken, die sind nicht so geeignet, die werden auch heiß. Je nachdem, was für Moleküle da drin sind, wird das heiß in der Mikrowelle. Und wenn man jetzt eben solche Partikel in der Atmosphäre hat und dann noch Harp anstellt, dann kann das so aussehen. Und Harp, das kann man in den Publikationen lesen, das verwendet Frequenzen zwischen 20 kHz, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde, bis 30 MHz, bis 30 Millionen Schwingungen pro Sekunde. Und ich habe da mal ausgerechnet, aber auf jeden Fall, wenn wir bei 30 MHz sind, dann hätten wir hier eine Wellenlänge von 100 Metern. Und wenn wir bei 20 Hertz sind, dann geht es, nein, bei 10 Metern sogar, Entschuldigung, bei 30 MHz sind es nur 10 Meter, bei 20 kHz wären es 15 Kilometer. Das heißt, es ist sehr gut möglich, ich weiß ja nicht, wie hoch diese Wolken sind, aber der Abstand da ist vielleicht 100, 200 Meter. Und wenn man sich die Welle vorstellt, dann ist es durchaus denkbar, dass da eben diese Partikel entsprechend gepusht werden durch diese Harpwelle und dass das da dann eine stehende Welle gibt, eben wie eine Saite, die schwingt. Es gibt den Effekt natürlich auch als sogenannte Lehwellen. Das sagen dann meistens die Skeptiker, sagen ja, Lehwellen, Föhnlinsen und so weiter. Wenn der Föhn über die Alpen geht, dann gibt es auch solche Effekte. Ja, absolut richtig. Aber das hier ist über Basel aufgenommen und der Jura allein reicht nicht, um hier Lehwellen zu generieren. Also da ist etwas anderes passiert. Das finde ich ganz eindrücklich, das hat mir ein Bekannter von den Freunden der Verfassung in Zürich hat mir das zur Verfügung gestellt. Er hat das Bild gemacht in Dubai am Dezember oder am Jahresende 2021. Es hat sintflutartig geregnet und solche Wolken gehabt. Und dort gibt es
gibt es nur Meer und Wüste, keine Hügel, keine Dünen, keine Berge. Oder? Also ich kann es auch nicht erklären, aber es ist sicher höchstwahrscheinlich nicht natürlich, ich sage es jetzt mal so. Ich komme ganz kurz auf sogenannte Skalarwellen zu sprechen, weil viele von Ihnen haben das wahrscheinlich schon gehört. Das ist jetzt die Theorie von Nikola Tesla, die auch von anderen gestützt wird. Es tut mir leid, brauchen Sie doch eine kurze Pause. Ich sehe so ein bisschen müde Gesichter. So ein bisschen die Hände strecken, machen wir alle so. Einfach so ein bisschen so, ja, ein bisschen aufwachen. Wenigstens. Ja, genau, toll. Alle noch wach? Ja, das freut mich. Schön, okay. Weil es ist anstrengend, ich weiß es. Nein, wir machen keine, weißt du, wegen der Fragen. Oder? Nikola Tesla hat sogenannte Skalarwellen postuliert. Für mich war das ein unglaublich rotes Tuch. Diejenigen, die den Wetteradler kennen, wetteradler.de, hat zum Teil gute Videos. Er spricht immer über Skalarwellen, ohne zu erklären, was es ist. Das finde ich schade. Mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ich komme auf den Geschmack. Ich erinnere mich an einer meiner Physikprüfungen an der ETH, wurde ich gefragt, warum es keine longitudinalen elektromagnetischen Wellen geben könne. Sie erinnern sich, die longitudinalen, das waren die da, wie die Schallwellen. Meine Antwort war klar, hat mich gerettet. Nein, wahrscheinlich nicht, aber ich habe gesagt, die müssten dann ja mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten sich fortpflanzen. Und das geht nicht, weil die Lichtgeschwindigkeit ist ja konstant nach Einstein. Ja, in der Quantenmechanik stimmt eben Einstein auch nicht immer. Aber ich will da nichts behaupten. Ich bin da dran, mich weiterzubilden. Ich bin selber schockiert, was ich alles noch nicht gewusst habe. Aber wie gesagt, ich will darauf nicht eingehen, weil ich möchte Ihnen subtile Argumente liefern, weil wenn Sie einem, ich sage jetzt mal, SRF-Zuschauer von Skalarwellen erzählen, dann stellt er ab, er hört Ihnen einfach nicht mehr zu. Ja? Das ist Geschwurbel. Und deswegen Vorsicht damit. Aber ich find's je länger, je spannender. Wo bin ich denn überhaupt selber aufgewacht? Ich habe auch lange geschlafen. 2017 war ich hier in dieser wunderschönen Landschaft. Das hier ist ein Gletscher, der ist ziemlich zugedeckt mit Asche, weil hier oben ist ein aktiver Vulkan. Der heißt Kluchevski oder Kluchevskaya. Der ist in Kamtschatka, ganz im Osten Russlands, nördlich von Japan, im Feuerring quasi, Alaska, Kamtschatka, da wo es so viele Vulkane gibt. Wir wollten den besteigen, es ging nicht, weil er so aktiv war. Wir haben dann den Nachbargipfel bestiegen und hatten dafür einen schönen Logenplatz. Wir haben gezeltet und am nächsten Morgen war es ziemlich schnell hell, es war im Sommer, es ist weit im Norden, also nicht da irgendwie langes Morgenrot und so, also ziemlich schnell hell und blauer Himmel, aber eine rote Wolke über dem Vulkan. Knallrot. Und da habe ich plötzlich gemerkt, das sieht so aus wie das Morgen- und Abendrot, das wir immer haben. Und nicht nur dann, wenn Regen kommt, sondern fast immer. Wenn es nicht grau ist, haben wir Morgen- und Abendrot. Und zwar schon seit etwa 10 Jahren. Und es sieht genauso aus. Und da habe ich realisiert, Moment mal, das sind ja die ganzen Aschepartikel, die da von diesem Vulkan in die Atmosphäre gestoßen werden. Und da kommt es mir zugute, dass ich das in der Physik berechnen musste und auch meinen Studierenden an der ZHAW mitteilen durfte, wie wird Licht gebrochen. Ich gehe hier nicht ins Detail. Es ist abhängig von der Wellenlänge und die Wellenlänge ist die Farbe. Und zuerst wird das blaue Licht weggebrochen und dann das grüne und erst am Schluss das rote. Und wenn viel Licht in der Atmosphäre weggebrochen wird durch sehr hohe Luftfeuchtigkeit, dann gibt es ein Abend- oder Morgenrot. Oder eben durch Schmutzpartikel. Und das hat sogar mein Dozent an der ETH vor etwa 30 Jahren schon gesagt, dass also Luftverschmutzung gibt auch romantische Abendrotstimmung. Hier ein Experiment, das ich gerne live zeigen würde. Ich habe leider keine Kohlenbogenlampe, weil es braucht eine Lampe, die sehr sonnenlichtähnliches Licht generiert, also sehr weiß. Das ist eine Kohlenbogenlampe, habe ich keine. Mit einer anderen Taschenlampe geht das nicht, aber ich zeige es Ihnen so. Ich habe das an der ZHAW habe ich das selber aufgebaut. Sie sehen hier weißes Licht durch ein Aquarium hindurch. Hier sehen Sie ein kleines Aquarium mit Wasser. Und was mache ich jetzt hier? Ich gebe einen ganz kleinen Tropfen Milch in dieses Wasser rein, rühre ein bisschen, dann sieht es so aus.
ein zweiter Tropfen Milch, ein dritter Tropfen Milch und da sieht man es jetzt auf dem Beamer fast nicht mehr. Also so schnell wird das Blau und das Grün aus dem Licht weggebrochen und man kann da ein Abendrot durchs Wasser hindurch quasi simulieren. Also so sieht das grundsätzlich aus. Hier vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Es wird ja viel darüber spekuliert, was denn überhaupt alles gesprüht wird. Ich bin im Moment dabei, ein Spektrometer aufzubauen. Ich möchte die Spektrallinien herausmessen, wo wird das Sonnenlicht absorbiert durch diesen weißen Schleier, den wir so oft haben, um hoffentlich sagen zu können, was für Materialien das sind. Physiker und Mediziner in den USA haben so etwas Ähnliches schon gemacht, nicht so spezifisch, wie es mir vorschwebt, aber sie haben es gemacht. Ganz tolles Paper, auf Deutsch ist der Titel Chemtrails sind nicht Kondensstreifen, und hier ist ein radiometrischer, also ein optischer Nachweis. Sie haben nur gezeigt, dass bei Ultraviolett, also ein bisschen kürzer Wellenlänge als Violett, dass das Sonnenlicht, nachdem eben so ein weißer Streifen davor war, eine Delle bekommen hat. Und diese Delle ist an einem Ort, wo Wasserdampf absolut transparent ist. Also UV geht durch Wasserdampf hindurch, da würde man nichts sehen. Also Sie können, wenn Sie eine Wolke sehen, können Sie dieses Experiment machen, dann sehen Sie hier alles gerade Linien. Aber hier haben Sie eben gezeigt, dass hier etwas absorbiert wird, also ist etwas anderes als Wasser da. Was genau, wissen Sie aus dieser Studie nicht, aber ich finde es schon mal sehr vielversprechend. Von diesen Forschern ist dieses Buch, kann ich sehr empfehlen für diejenigen, die Englisch können, ich habe es gelesen, Die Natur als eine Waffe für weltweiten Krieg ist sehr interessant zu lesen und auch sehr fundiert über alle diese Quellen berichten sie. Hier einfach ein paar schöne Bilder auch zum Auflockern, die ich alle selber gemacht habe, eben von diesem Abendrot, das für mich völlig unnatürlich aussieht. Sie sehen auch hier auf dem rechten Bild zum Beispiel links gelb und rechts orange, das ist der Pilatus dazwischen, oder hier die Trails, ich sage jetzt bewusst mal nur Trails, die ganz orange leuchten am Abend. Hier, also das rechts ist doch ein völlig künstliches Rot. Das fast jeden Abend. Auch hier sieht schön aus, ich kann es nicht bestreiten, ich finde es schon schön, aber ich freue mich nicht mehr immer, das anzuschauen, weil es ist einfach nicht natürlich und es sagt mir, was hier vonstatten geht. Dann hier, das habe ich auch ein bisschen als Auflockerung drin. Es ist kürzlich ein Buch rausgekommen von Bill Gates, die meisten kennen den Namen. Es ist jetzt auf Deutsch rausgekommen, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Es ist nicht lesenswert, ich habe es gelesen, es ist nicht lesenswert. Erstens mal müssen Sie ihn nicht unterstützen und zweitens, es ist sehr investorenlastiges, also quasi wie tolle Investments, das er doch macht, jetzt eben gerade auch mit Geoengineering. Und er sagt das auch, ich habe das hier raus zitiert, Geoengineering ist eine hochmoderne Technologie, eine Art Klimanotbremse. Ein paar Jahre lang habe ich Studien zum Geoengineering finanziert. Übrigens zwei von den fünf Namen, die ich ganz eingangs erwähnt habe, die schreiben auf ihrer Seite, dass sie in Projekten mit Bill Gates verbandelt sind. Die Wissenschaft weiß, dass diese Partikel das Sonnenlicht streuen und damit eine gewisse Abkühlung bewirken würden, schreibt er frisch fröhlich in seinem Buch. Und da kommen wir jetzt auch zu dem Hintergrund, warum sagen Sie das? Und das sind ja auch die eben die Klimaerwärmung groß schreien. Ich will die nicht von der Hand weisen. Ich sage einfach, der Grund ist nicht das CO2, sondern was da eben passiert. Und es gab schon bei Vulkanausbrüchen, gab es tatsächlich schon globale Abkühlungen. Im 18. Jahrhundert mal, da gab es auch eine Hungernot und dann 1991, als der Mount Pinatubo auf den Philippinen ausbrach, da ist tatsächlich während zwei Jahren die Durchschnittstemperatur wegen dieser Asche, die sich verteilt hat in der Atmosphäre, abgesunken. Aber handkehrum, 2010, Sie erinnern sich alle, als der Eyjafjallajökull in Island ausgebrochen ist, da gab es keine solche Abkühlung. Also man kann da nicht einfach sagen, ja, es ist so. Oder? Aber gewissen Menschen passt das halt in den Kram. Hier ein kurzer Exkurs, weil es halt wirklich dazu gehört. Der Klimawandel wird unter anderem, oder vor allem, nicht nur, aber unter anderem durch Geoengineering verursacht.
Es ist auch nicht ganz klar, ob es wirklich nur in die Erwärmungsrichtung geht oder ob es auch in die Abkühlungsrichtung geht. Da will ich mich nicht auf die Äste rauslassen. Auf jeden Fall wird so stark an der Atmosphäre rumgeschraubt, dass da einfach sich etwas verändern muss. Das ist gar kein Wunder. Es wird propagiert letztendlich, um das Geoengineering zu rechtfertigen. Man hört ja das jetzt mit den immer häufigeren Zeitungsartikeln, ja, es gäbe so tolle Technologien mit diesem Solar Radiation Management, aber es wird leider nicht gemacht. Und wenn die Leute genug Friday for Future Demonstrationen besucht haben, sollten sagen, ja, mach das endlich, dann können wir unser Klima retten. Oder? Das ist das Ziel. Und letztendlich ist es ja das Ziel, das als Waffe dann eigentlich zu legitimieren. Oder? Letztendlich geht es ja um den militärischen Gebrauch. Was lustig ist, viele erinnern sich nicht mehr, bis in die späten 80er Jahre wurde ständig gesagt, das Klima kühlt sich ab, es kommt bald eine Eiszeit. Ja, was denn jetzt? Oder was passt in den Kram? Übrigens in diesem 700-seitigen Dokument, das ich eingangs gezeigt habe aus Amerika, dort steht auch schon drin, dass man da den CO2-Gehalt manipulieren könnte und andere Gehalte in der Luft. Was übrigens ganz lustig ist, und das ist eine Aussage, die ich von diesem Geophysiker aus den USA, von dem dieses schwarze Buch ist, das ich gezeigt habe, habe, und das, ich habe es nachgerechnet, das stimmt, wenn es wirklich wärmer wird auf der Erde, dann wird auch das Klima feuchter. Und zwar um 7% Luftfeuchtigkeit pro Grad, dass wir Durchschnittstemperatur wärmer haben. Das heißt, wir haben dann mehr tropische Verhältnisse. Das ist vielleicht unbequem, aber es wäre sehr fruchtbar. Wir hätten nicht so viele Dürren und Katastrophen und Waldbrände, wie wir es jetzt haben. Das heißt, da stimmt etwas nicht. Und die Tatsache ist eben, dass mit diesen Partikeln die Luftfeuchtigkeit absorbiert wird und es gar nicht mehr regnen kann, zum Teil. Bis es dann einfach so überschwängert wurde, dass es dann eben so sintflutartige Unwetter gibt. Dann hier ganz kurz, ich verfolge seit ein paar Wochen auf windy.com, für diejenigen, die es interessiert, sehr interessant, die Werte von Stickoxid, NOx, man kann es nicht gut lesen, steht da oben, kann man alles einstellen, sowohl auf der Homepage als auch auf der App, von Schwefeldioxid, SO2, das ist eben das, was bei Vulkanen sehr oft in die Atmosphäre gelangt. Und, was mich besonders beunruhigt, Kohlenmonoxid, CO. Kohlenmonoxid entsteht bei unvollständiger Verbrennung. Wenn es zum Beispiel bei Hausbränden verletzte Feuerwehrleute gibt, dann ist das meistens Kohlenmonoxidvergiftung. Wenn man da nicht das komplette Blut austauscht, ist das tödlich. Man atmet, aber das Blut nimmt keinen Sauerstoff mehr aus. Ich staune, wie hoch die Konzentration an Kohlenmonoxid sehr oft ist. Also je dunkler, desto höher. Hier in der Ostschweiz ist eigentlich permanent irgendwie ein hoher Gehalt. Wir haben da weder ein Kohlekraftwerk noch irgendwie Waldbrände oder so. Also ich finde das sehr interessant. Also ich empfehle Ihnen, schauen Sie das mal an. Ich kann es nicht erklären. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Aber ich denke, es hat einen Zusammenhang. Dann habe ich auch Regenwasser, Hagelkörner und auch als der Sahara-Staub letztes Mal da war, habe ich einfach mal so eine einfache Analyse gemacht mit so Teststreifen, weil richtig gute Sensoren sind teuer. Und wenn Sie mit Regenwasser zum kantonalen Labor gehen und sagen, Sie möchten wissen, ob es da wegen Chemtrails etwas drin hat, dann machen die gar nichts. Oder? Also was ich wirklich sehen kann, ist Chrom und Blei. Quecksilber habe ich jetzt zum Glück noch nie gesehen. Aluminium kann dieser Teststreifen leider nicht nachweisen, würde ich gerne sehen. Aber es ist trotzdem interessant, da ein bisschen zu sehen, was da passiert. Und ich habe auch so Magnetanalysen gemacht, weil viele Leute ja auch so Filmchen, vielleicht kennen Sie so Filmchen, da machen die Leute so Analysen mit den Magneten. Und da möchte ich einfach sagen, Vorsicht. Und da habe ich zwei Experimente dazu. Das eine, das zeige ich jetzt mal kurz in die Kamera, aber ich zeige es Ihnen auch. Da habe ich selber eine Mine von einem Bleistift pulverisiert. Das ist eine ganz normale Bleistiftmine. Das Graphit, das Kohlenstoff. Das ist nicht magnetisch. Wenn ich da jetzt mit dem Magneten da rangehe, jetzt zeige ich es mal da, na, ist gut, Adi, dann sieht man trotzdem, jetzt bin ich nicht am richtigen Ort, doch, siehst du es auf der Kamera? Sieht man trotzdem, dass sich etwas bewegt. Also da müssen Partikel drin sein, die trotzdem auf den Magneten reagieren. Aber jetzt kommt etwas viel Lustigeres. Ich habe das extra mit Folie geschützt, ich gebe es nachher rum. Sie können ein bisschen mit dieser Folie spielen
Dadurch laden Sie es ein bisschen statisch auf. Dann legen Sie die Folie wieder drunter und dann spielen Sie mit den Fingern. Und es bewegt sich auch etwas. Also die statische Aufladung, die bewirkt eben auch eine Bewegung. Und da haben wir genau den Effekt, den eben Harp erzielen möchte. Ich gebe den Magneten und den Becher rum. Sie dürfen ein bisschen spielen damit. Es sollte nichts passieren. Es ist nur eine Bleistiftmine. In der Zwischenzeit zeige ich ein zweites Experiment, warum das eben solche leitenden, leitfähigen Artikel in die Atmosphäre gesprüht werden, damit man den Effekt von Harp eben verstärken kann. Das hier ist, das kennen Sie vielleicht, das ist ein Aluminiumring von einer Getränkedose. Ganz normal habe ich aus dem See gefischt und ausgeschnitten. Das ist ein starker Magnet, der ist stark. Wenn ich jetzt hier rangehe, passiert natürlich nichts. Ja, das ist Aluminium. Das ist nicht magnetisch, da passiert überhaupt nichts. Aber jetzt schauen Sie genau hin, was ich jetzt mache, wenn ich dieses Magnetfeld in diesen Ring reinschiebe. Ich habe es nicht berührt. Jetzt ziehe ich ihn wieder raus. Magnetismus und Elektrizität sind ganz eng miteinander verwandt. Und wenn man eben elektromagnetische Wellen in den Himmel schießt, dann generieren die auch ein Magnetfeld. Und das Magnetfeld wiederum generiert ein elektrisches Feld, das dann leitfähige Partikel wie Graphit oder Aluminium bewegt. Sie dürfen am Ende gerne selber damit spielen. Gut, magst du noch? ja, das überspringt. Das ist ein bisschen die Theorie dazu. Da wird ein Wirbelstrom, also für diejenigen, die es kennen, da wird ein Wirbelstrom generiert. Der Wirbelstrom generiert wiederum ein Magnetfeld. Dieses Magnetfeld steht meinem Magneten entgegen. Deswegen bewegt sich das Ganze, ohne dass ich es berühre. Und ich komme wieder zu diesen Forschern aus den USA, also vor allem dieser Herr Herndon heißt er. Die haben ganz viele Studien gemacht, weil die sich seit über 20 Jahren mit dem Phänomen befassen. Hier ist es nicht eine optische Studie, sondern hier ist es wirklich eine Regenwasseranalyse, die sie mit ganz hochempfindlichen Geräten durchgeführt haben. Und sie haben also nachgewiesen, Aluminium, Arsen, Cadmium, Kobalt, Chrom, Kupfer, Molybdän, Nickel, Blei, SB, weiß ich gerade nicht, bin nicht Chemiker, tut mir leid, Selen, Vanadium, Zink, aber auch Strontium, Barium und noch weiteres. Aber das sind so die häufigsten, die deutlich erhöht sind, im Regenwasser und im Schnee auf den Bergen. Eben, ich habe vorher schon davon gesprochen, ich habe gesagt, es war schwierig, das zu clustern, weil es hängt alles so ein bisschen zusammen miteinander. Ich komme jetzt wieder darauf zurück, sind das Kondensstreifen, die man sieht. Nach allem, was ich gefunden habe und auch selber so ein bisschen experimentiert habe, muss ich sagen, das können keine Kondensstreifen sein. Vor allem, wenn ich dann Flugzeuge so fliegen sehe. Das Bild habe ich heute gemacht, das habe ich heute noch eingebaut. Ich war heute Nachmittag auf der Fähre zwischen Horgen und Meilen und sehe diese zwei Flugzeuge diese Kurve drehen. Also haben Sie das schon mal überlebt? Erlebt? Sie fliegen nach London und der Pilot sagt, der Kollege, der da hinten fliegt, sagt, wir machen jetzt eine Kurve und fliegen zurück nach Zürich, ist gerade lustig oder so. Also kaum, oder? Da auch, da sind sogar drei Flugzeuge. Dieses Bild habe ich in Bar gemacht im März. Ich kann es nicht mehr lesen, es war irgendwann im März. Drei Flugzeuge, die hier gekommen sind und umgedreht haben zurück. Dieses Bild hat ein Freund von mir gemacht am 6. April. Das ist die Rigi hier, die Hochflu, auch ein Flugzeug, das hier einfach so eine Kurve fliegt. Und jetzt kommt das Beste. Vielleicht kennen Sie diese Radarseiten, Flightradar 24, ADS-B Exchange und so weiter, wo man schauen kann, was für Flugzeuge da fliegen. Diese Flugzeuge erscheinen da gar nicht. Die sind da nicht drauf. Solche Muster noch und noch. Also wenn das natürlich ist, solche Schachbretter, also ich kenne als Hobbypilot kenne ich auch die Luftstraßen über der Schweiz. Es gibt genau zwei, eine über den Gotthard Nord-Süd und eine zwischen Basel und Zürich Ost-West. Aber da werden Schachbretter geflogen zum Teil, die außerhalb der Luftstraßen liegen, oder? Und hier das, was ich vorher gesagt habe, ich schaue da immer wieder drauf, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spitzfindig, aber trotzdem, ich habe diesen Blickwinkel hier, ich sehe hier ein Flugzeug weit weg, hier eins in der Mitte und hier noch eins am Bildrand. Und hier habe ich aber fünf gesehen.
Und ich habe es schon extremer gesehen, ich konnte es dann nur nicht gerade festhalten. Ich habe schon 40 Flugzeuge über dem Zugersee gesehen und auf dem Radar sieht man 3 oder 4. Also es ist, ja. Und das ist ein Bild, das habe ich am Sonntag vor einer Woche gemacht, am 3. April bin ich nach Brüssel geflogen als Passagier und dann haben wir ein Flugzeug gekreuzt. Man sieht es leider nicht so gut, es ist ein Handybild, ganz spontan aus dem kleinen Bullauge raus. Der Streifen, der war sowohl schwarz als auch weiß. Der hat den schwarzen Anteil und den weißen Anteil. Und das war kein Gegenlicht, die Sonne war hinter uns. Schade, dass... Also das war ein Flugzeug. Das ist ein Flugzeug, das unter uns durchgeflogen ist und das hier so ein... Ja, man sieht es leider sehr schlecht. Das war halt wirklich... Ich muss ein Bild machen, Handy und so. Und ja. Aber der Streifen war sowohl schwarz als auch weiß, hat extrem ausgesehen. Oder hier, das war am 1. Januar, da war ich mit Freunden spazieren und dann haben die gesagt, ah, die Leute fliegen wieder. Ja. Und hier hätte ich nochmal einen Film, ich glaube, den überspringe ich jetzt. Ein Freund von mir aus dem Freiamt hat einen ganz komischen Streifen gesehen. Der war so dick und der schien ziemlich nieder zu sein. Der Film ist spannend. Sie können, diejenigen, die Lust haben, können es dann nach der Diskussion noch schauen. Aber ich würde jetzt sagen, ich will zum Ende kommen. Ich werde auch die Patente sowieso, weil die sind trocken, die werde ich sowieso quasi nur überspringen. Aber da sind wir jetzt nämlich bereits. Und ich will einfach sagen, eben, ich habe eingangs erwähnt, ich habe lange mit Patentierung gearbeitet. Ich weiß, Patente brauchen einen Nachweis, dass die Erfindung funktioniert. Man kann nicht etwas Beliebiges patentieren. Es kostet sehr viel Geld und muss sich für die Firma lohnen. Ein Patent hält maximal 20 Jahre. Wenn man ein Patent in ganz vielen Ländern, so quasi das sogenannte Weltprogramm, in den wichtigsten Ländern der Welt das Patent aufrechterhalten will, während der ganzen möglichen Laufzeit von 20 Jahren, dann muss man so ungefähr mit 1 Million Schweizer Franken rechnen. Natürlich, man kann nach 10 Jahren sagen, es ist genug, aber auch bis dann hat man sogar mehr Geld ausgegeben. Firmen oder auch Regierungen sind daran interessiert, systematisch Patente zu schreiben. Was heißt das? Sie wollen ein ganzes Feld abdecken. Also sie wollen nicht einfach ein Patent, eine Erfindung, sondern sie sagen, jetzt eben zum Beispiel so Aerosolinjektion in die Luft, da wollen wir alle Möglichkeiten geschützt haben. Und dann machen sie natürlich eine ganze Reihe von verschiedenen Patenten, von verschiedenen Teilerfindungen. Und zum Thema Wettermanipulation im weitesten Sinne habe ich über 1000 Patente gefunden, nicht nur selber, also können Sie auch eine Liste beim Wetteradler finden oder bei geoengineeringwatch.org, aber ich habe noch selber recherchiert und habe noch viele weitere, vor allem auch neuere gefunden. Und das älteste davon, das ist von 1892, das ist nicht erstaunlich, das nehme ich jetzt auch noch nicht so tragisch, weil die Menschen wollten ja das Wetter schon immer manipulieren. Und ich will jetzt einfach noch auf das sogenannte Grundlagenpatent, das wichtigste Patent von Harp eingehen. Das wurde 1985 angemeldet, 1987 wurde es in den USA erteilt. Und das Wichtigste an diesem Patent war eben gerade das, ich habe das vorhin gezeigt, dass man eben die Strahlen fokussieren kann. Typischerweise strahlen Antennen ja eben divergent aus, aber bei Harp konnte man die Strahlen fokussieren. Und dann wurde es natürlich interessant fürs Militär. Und ich habe mich da ein bisschen in ein Gebiet reingekniet, das gehört nicht zum eigentlichen Physikstudium, es ist eine Spezialisierung, die ich damals nicht gemacht habe. Ich habe mir extra dieses Buch über Plasmaphysik besorgt, weil letztendlich geht es um Plasmaphysik dort oben. Da werden also eben hochenergetische Teilchen, also Elektronen, Protonen und so geladene, gefährliche Teilchen werden da erzeugt in der Atmosphäre oben und die können also künstliche Nordlichter damit erzeugen. Das wird letztendlich, darum heißt es ja auch Auroral Research Project. Oder? Das ist eine Figur aus diesem Grundlagenpatent von Harp. Das ist alles öffentlich, Patente können Sie alle im Internet suchen. Hier der Globus, die Erde, und dann hier so eine Station, und die macht dann einen riesen Bogen, also weit in den Fanalengürtel raus, oder? Und kommt dann zu einem beliebigen Punkt zurück. Und ich habe vorher das andere gezeigt, wenn man jetzt noch eine Kreuzpeilung mit einem zweiten Sender macht, dann kann man an fast einer beliebigen Stelle, an einer fast beliebigen Stelle über einen weiten Bereich des Globus, kann man da etwas bewirken in der Atmosphäre. Oder? Also hier ist auch eine Figur, wie dann eben geheizt wird, damit das aufsteigt. Und wenn es aufsteigt, dann wird hier ein Wind generiert, weil die Luft ja nachfließt. Oder? Hier, das lese ich natürlich nicht vor, das ist sowieso Englisch, aber ich hätte alles vorlesen können, ich habe alles markiert, es ist so
haarsträubend eigentlich. Eben, also das habe ich schon erklärt, Plasma wird hochgedrückt. Besonders wenn relativistische Partikel erzeugt werden, kann eine Rakete verwirrt umgelenkt oder zerstört werden. Also man sieht hier den Waffencharakter. Relativistische Teilchen sind eben so Elektronen oder Protonen mit sehr hoher Energie, sehr hoher Geschwindigkeit. Ozon- oder Stickstoffkonzentration in der Atmosphäre kann verändert werden, aber auch Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stickoxide und andere Stoffe und so weiter. Deswegen habe ich auch den Exkurs gemacht, schauen Sie sich das Kohlenmonoxid bei windy.com an. Und, genau, das muss ich jetzt doch auch noch sagen, eine Linse aus Partikeln kann in der Atmosphäre erzeugt werden, die das Sonnenlicht an einem Punkt auf der Erdoberfläche fokussiert. Kann man einen Waldbrand auslösen, zum Beispiel, ja. Hier ist ein anderes Patent, die Figur ist spannend, oder? Hier wird ein Flugzeug abgeschossen, ohne Projektil, ohne einen Schuss, ja? Also nur mit elektromagnetischer Strahlung. Und hier kann man Hurricanes, also Wirbelstürme kontrollieren, hier kann man das Wetter modifizieren, hier kann man mit Schallwellen, also mit longitudinalen Wellen, kann man Schallwellen auch so einsetzen, dass da auch quasi atmosphärische Beben entstehen, die dann auch einen Einfluss haben. Und dann kommen die Patente zum anderen Thema, laminare Mikrojet-Sprühvorrichtung und Methode, um Flüssigkeiten im Flug zu sprayen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Versionen, wie man da eben Partikel aus einem Flugzeug raussprühen kann. Metallische Komposition zur Produktion von Feuchtigkeit anziehendem Rauch. Also Rauch, der dann eben die Feuchtigkeit anzieht, damit es nicht regnet, damit es Wolken gibt, die trocken sind, die nicht mehr regnen. Pulverkondensstreifengenerator, ja, der Ausdruck ist ja schon ein Widerspruch. Pulver kann nicht ein Kondensstreifen sein. Also eigentlich sagen Sie mit diesem Patent, dass Sie einen Chemtrail machen. Oder? Und so weiter, und so weiter. Ich will hier wirklich abkürzen. Und das ist schon nur eine Auswahl von Patenten gewesen. Und das Letzte, das finde ich besonders krass, in den USA gibt es, das kann man in Europa, also im Rest der Welt kann man Geschäftsideen nicht patentieren, in den USA geht das, also quasi ein Businessmodell, wie man Geld generieren kann, das ist nicht patentierbar bei uns muss es technisch sein, also ganzen EU und im asiatischen Raum, aber in den USA kann man auch ein Geschäftsmodell patentieren. Und hier geht es wirklich um ein Geschäftsmodell, wie man eben mit so Klimagebühren, so Klimavouchers eben ein Geschäftsmodell aufbauen kann. Ist auch interessant. Und so weiter. Ich habe eingangs, beziehungsweise auf der Einladungsfolie stand, ist es ein Segen oder ein Fluch? Dazu kann ich den Interessierten das Buch empfehlen von Dr. Rosalie Bertel. Sie ist leider vor 3 Jahren verstorben. Kriegswaffe Planet Erde, das gibt es auf Deutsch. Original ist es auch auf Englisch. Es ist vom Kopp Verlag. Sehr, sehr gut. Es gibt es aber auch bei Ex Libris oder so. Extrem gut. Alles mit Quellen belegt. Also ich habe auch viele Quellen aus diesem Buch gefunden. Die Luft wird vergiftet, Wasser und Boden wird vergiftet, das magnetische Schutz, oh, da habe ich einen Typo drin, Entschuldigung, das magnetische Schutzschild der Erde wird zerstört, die Ozonschicht wird letztendlich auch dadurch zerstört, die wurde ja schon mit den atmosphärischen Atombombenversuchen in den 50er Jahren kaputt gemacht, aber jetzt wird sie noch mehr zerstört und es ist nachweislich, dass UVB und UVC, also UV wird unterteilt, UVA ist das harmloseste, UVB ist gefährlicher und UVC ist richtig gefährlich. In den 40er Jahren gab es kein UVB und UVC auf der Erde und jetzt messen wir sogar das UVC auf der Erde. Stichwort Baumsterben, also zum Beispiel die Sequoias, diese Redwood Trees, diese Mammutbäume in Kalifornien, die sind zum Teil über 3000 Jahre alt, jetzt sterben alle. Aber trocken und heiß war es schon oft in dieser Zeit. Aber diese UV-Strahlung und dann die ganze Vergiftung, die haben sie erst jetzt. Und die Vermutung ist ziemlich naheliegend, dass es daher kommt. Da gibt es auch ganz tolle Studien von diesem Herrn Herndon und seinen Kollegen, von denen das schwarz gedruckte Buch ist. Ich habe es auch in den Quellen am Schluss noch. Saurer Regen, Baum- und Artensterben, Austrocknung von gewissen Gebieten, also Verwüstung, Waldbrände, die zum Teil dann künstlich entfacht werden können, also zumindest gemäß dem Patent, Klimaerwärmung, Wetterkatastrophen, Erdbeben. Also wenn man an diesem Van Allen-Gürtel das Magnetfeld manipuliert mit solchen Einflüssen, dann kann man Erdbeben generieren, weil das hängt alles zusammen. Wie gesagt, also ich habe das vor einem halben Jahr selber noch nicht geglaubt, aber mittlerweile ist es mir klar geworden, weil ich sehr viel wirklich dazu selber nachgerechnet habe. Hier habe ich eine riesige Liste von Büchern. Das sind mal nur Bücher,
Die ersten sind Deutsch, die anderen sind Englisch. Ganz besonders empfehlen kann ich eben das, ah nein, das ist Englisch, Entschuldigung, aber das finde ich eben ganz wichtig, dass das von diesem Herrn Herndon und Whiteside, Natur als Waffe des globalen Krieges, und dann kommen Deutsche von Rosalie Bertel, Kriegswaffe Planet Erde, und dann von Nick Begich und Gene Manning, Löcher im Himmel, das war auch ursprünglich Englisch, gibt es aber auf Deutsch. Das ist vor allem über HARP. Die sind sehr gut, diese Bücher, aber auch die weiterführenden Bücher sind sehr gut. Und hier habe ich auch noch eine ganze Linksammlung. Wie gesagt, ich kann gerne PDF-Dokumente verteilen zu diesem Vortrag, können Sie diese Links anklicken. Es gibt noch viel mehr, aber irgendwo musste ich mich dann auch einschränken. Was ich zurzeit bewusst nicht stütze, ich habe immer wieder gesagt, ich möchte Ihnen subtile Argumente geben. Es gibt Leute, die sagen, dass jede Wetterdopplerradaranlage oder sogar 5G-Antennen auch zu HARP beitragen. Ich weiß es einfach nicht. Ich will es nicht behaupten, mir scheint es ein bisschen übertrieben, weil diese Energie, die müssen Sie auch erstmal bereitstellen. Und ob wirklich jeder Wettersatellit, so diese weißen Kugeln, die man zum Teil sieht, da mitmischelt, ich weiß es nicht. Es wäre möglich, ich will es einfach nicht behaupten. Dann gibt es auch Leute, so auf Telegram kursieren Videos, jetzt geht er nicht mehr, aber macht nichts, dass Chemtrails aus Chemieabfällen bestehen. Das würde ich so nicht eins zu eins unterschreiben. Was ich aber, wovon ich aber ziemlich überzeugt bin, nachdem ich eben viele Studien von diesem Herrn Herndon und seinen Kollegen gelesen habe, ist, dass Flugasche verstreut wird. Flugasche ist die Asche, die in Kohlekraftwerken primär oder bei Kohleverbrennung entsteht, also diese meistens weißliche Asche. Das ist ein Riesenproblem. Da entstehen Millionen von Tonnen Abfall und man weiß nicht, was damit machen. Es wurde schon in die Ozeane rausgegeben, dann gab es Massenfischsterben, es wurde schon als Dünger verbraucht, dann wurde es nicht mehr fruchtbar. Und die Möglichkeit, dass, weil es ja weiß ist, oder, dass man das jetzt für diese Klimarettung, Klimanotbremse, wie Bill Gates schreibt, oder? Also ist sehr naheliegend. Vor allem, weil in diesen Regenwasseranalysen, da habe ich kurz das Paper zitiert von diesen Amerikanern, da stehen genau diese Metalle drin, die man auch dann bekommt, wenn man so einen Topf voll von dieser Asche nimmt und es ausspült. Und dann das Spülwasser quasi analysiert, ist genau der gleiche Fingerabdruck. Also wahrscheinlich ist ein großer Teil eben solche Asche, und da sind auch viele Schwermetalle drin, auch radioaktive Teile. Und das, was man oft hört, Aluminium, Barium und Strontium, ist alles in dieser Asche drin, also es wäre sehr gut möglich. Dann komme ich noch zu den drei Punkten, die sind Ihnen vielleicht auch klar. Chembuster, das sind so Kupferrohre, die den Himmel reinigen. Ich habe nichts dagegen, ich bin auch spirituell unterwegs. Ich würde das aber nicht jemandem quasi erzählen, der da sowieso nicht dran glaubt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, da passiert etwas auf der materiellen Ebene. Ich persönlich habe jetzt auch Mühe, da an diese Kupferrohre zu glauben. Dasselbe bei Essigdampf. Es gibt Leute, die sagen, man soll Essig verdampfen, das hilft. Ich sehe die chemische Reaktion nicht, die da stattfinden sollte. Abgesehen davon glaube ich, wenn es nützen sollte, dann müsste man Zentner oder tonnenweise Essig verdampfen. Ja? Und Essigdampf ist ziemlich schädlich für die Atemwege. Also wenn Sie Essig verdampfen wollen, tun Sie es wenigstens im Garten. Würde ich abraten. Und das Letzte ist noch der sogenannte Organit. Da gehe ich nicht darauf ein, weil ich mich nicht damit auskenne. Das ist ein Stoff, den Wilhelm Reich in seinen späten Jahren entdeckt hat. Der wird auch von der offiziellen Schulwissenschaft nicht akzeptiert. Ich habe mich nicht damit befasst. Ich habe ein bisschen Mühe. Wilhelm Reich war ein Psychoanalytiker. Nichts gegen diese Leute, aber ich weiß nicht, ob er wirklich das Verständnis hatte. Aber ich bin offen. Aber ich würde es nicht als Argument gegen jemanden oder bei jemandem verwenden, den Sie aufklären möchten, der nicht weiß, worum es geht. Was ich hingegen empfehle, ist natürlich gesund zu sein, indem man sich bewegt, an die frische Luft geht. Ich habe mich oftmals selber ertappt, dass ich mich nicht rausgewagt habe, weil ich gedacht habe, das ist so schmutzig da draußen. Aber man muss trotzdem raus, weil diese Luft kommt auch rein. Also rausgehen, natürlich, wenn die Luft rein ist, also kurz nach dem Regen oder Schnee ist natürlich besonders gut, dann ist das Zeug zwar in der Erde, aber nicht in der Luft. Spazieren gehen, wandern, joggen. Menschen treffen, sich des Lebens erfreuen, genügend Schlaf,
Das ist ganz wichtig. Und was ich empfehlen kann, vor allem wegen des Aluminium, das wirklich stark erhöht nachgewiesen wird seit einigen Jahren, ist Kieselerde zu sich zu nehmen. Das ist sowieso nicht falsch als Nahrungsergänzungsmittel, weil das ist Silizium und Silizium bindet Aluminium. Und wenn Sie Silizium mit Aluminium chemisch verbunden im Körper haben, dann ist es nicht schädlich. Aluminium selber ist sehr schädlich. Es wird ihm ja nachgesagt, dass es Alzheimer fördert, Krebs fördert und ganz viele andere gesundheitliche Probleme. Dann natürlich die typischen Sachen, Vitamin D3 und K2, Magnesium, auch Jod übrigens. Die meisten bei uns, weil wir ein Binnenland sind, haben eigentlich einen Jodmangel. Nehmen Sie ab und zu ein bisschen Jod zu sich. Aber nicht unbedingt Fluor. Es gibt ja jodiertes Salz, fluoriertes Salz und Salz mit beidem. Nehmen Sie nur das jodierte, weil Fluor macht das Jod wieder zunichte und ist auch sonst nicht gesund. Und wird übrigens auch gesprüht. Und was natürlich gut wäre, offene Briefe schreiben, möglichst viele Menschen versuchen zu überzeugen, dass da wirklich etwas dran ist, weil nur so können wir es stoppen, sonst haben wir fast keine Macht. Und stellen Sie sich die Welt positiv vor. Denn was man bekämpft, das manifestiert man die ganze Zeit. Ich musste das auch lange mühsam lernen. Denken Sie an das Positive, das Sie wollen und nicht zu sehr an das. Auch ich selber muss mich immer wieder zurücknehmen von diesen Recherchen, weil es einen einfach runterzieht.